Es gibt kein Leben ohne Ordnung. Gut, böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin. Den Dämonenfürsten anheimgefallen und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Rates? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen, die Nephilim. Ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Nephilim haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch vier von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die vier würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen. Die Nephilim auszulöschen, ihre Seelen zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den Vieren. Nicht Krieg, der zu Füßen des Rates angekettet seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Um Kriegsfreiheit auszuhandeln, schwor Tod, die Menschheit zu retten. Er wusste nicht wie. Und so ritt Tod los, in eisige Nebel, um den Hüter der Geheimnisse zu finden. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Darksiders 2. Ja, ich hatte es in einem Alan Wake Part schon angekündigt, dass ich Darksiders 2 eventuell Let's Playen möchte. Dass es aber ein sehr langes Let's Play wird. Aber es wird bestimmt trotzdem sehr geil werden. Wir schauen einfach mal, wie es so wird. Wir müssen also nicht nur unseren Bruder, sondern die gesamte Menschheit retten. Interessant. Hier wartet schon die erste Kletterpassage auf uns. Aber elegant wie immer schwingt sich Tod darüber. So, jetzt können wir Gegner niedermetzeln und RB ausweichen. Ja, ja, Kollege. Na, du auch. Zack. Na komm. Nehmen. So, wie war das jetzt mit Ausrüsten? So, hier sind unsere Items drinne. Und das möchte ich gerne anlegen. So, das ist schlechter. Mit Select können wir das gleich ausrüsten. Ja, hier sind wir also mit Tod, dem zweiten Reiter der Apokalypse nach Krieg, der in Darksiders seinen Platz findet. Und unser Platz ist jetzt in der dunklen Festung. Da müssen wir rein. Was für eine kreative Tür. Und da geht's jetzt auch rein.
So, ich hatte ja angekündigt. Na komm, lauf doch an der Wand lang. Nicht? Okay. Ich hatte ja angekündigt, hoffentlich Darksiders 1 auch spielen zu können. Leider Gottes, von der Rauch da aus dem Eis. Das ist ein Schatz. Ich habe. Na komm. Nee, Münzen. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich wollte Darksiders 1 spielen. Leider geht das nicht. Da das Spiel ab einem bestimmten Zeitpunkt immer, und dieser Zeitpunkt ist undefinierbar, das heißt, wenn ich also eine bestimmte Zeit lang gespielt habe, fängt das Spiel an zu... What? Fängt das Spiel an zu hängen. Und man... Na komm. Der Finisher. Sagen. Kann man gleich mal ausrüsten hier mit Select. Ja. Halten. So, haben wir es gleich ausgerüstet. Und ich kann den Fehler nicht beheben. Was ja schade ist. Komm mal hier, Finisher. Finishing Move. Zack. Und dann. Die sind schlechter, aber die kann ich ja auch alle verkaufen. Tod kann sich über Holzbalken in der Umgebung fortbewegen. Springen Sie mit A zu einem Balken, um ihn zu greifen. Ja, stimmen, stimmen. Ich meine, ich auch stimmen. So, LT gedrückt halten. Guck mal, da ist der Opa hier. Zu dem müssen wir. Da geht's auch gleich hin. Und ja, wie gesagt, deswegen kann ich euch Darksiders 1 leider nicht zeigen. Was sehr schade ist, da es ja eigentlich mit Darksiders 1 beginnt. Und es scheiße ist, wenn man nicht die ganze Geschichte kennt. Ja, ich sage nicht. So. Kann ich mit dem Hammer zuhauen. Guck dir mal meinen Hammer an. Was mein Hammer alles kann. Aber das mitnehmen. Gold immer mitnehmen. Oh, fetter Hammer, richtig geil. Aber lässt sich bestimmt was anfangen. So, jo. Wand lang joggen. So, wo jede lang? Da jede lang. So, und hier geht es runter. Bam, bam, bam. Das Gute ist auch, dass ich ohne Probleme zwischen den Sachen einfach switchen kann. Ich muss also keine Rücksicht nehmen, dass ich den Schlag erst dass der Schlag erst beendet sein muss, bevor ich ausweichen kann oder bevor ich komm, hau weg die Scheiße, bevor ich meine Waffen switchen kann. Das geht hier alles reibungslos. Ich habe ja gehört, dass bei Devil May Cry den neuen, dass da ein unschönes Problem sein soll, dass man seine Waffen nicht einfach so wechseln kann. Oh, Vögel! Schnell runter. So, den machen wir auch noch mit dem Kollegen hier. Komm mal her. Hier, schau dir meine Hammer an. Und zack. Sehr nice. Und hoch da. Leider ist er nicht so agil wie der gute Krieg. Der kann jetzt nicht die Wände hochjumpen. Also diese Lianen da. Und ich glaube, jetzt gibt es einen krassen Feig. Ja, genau. Der erste kleine Zwischenboss. Aua, aua. Hey, warte mal. Ja, doch hier. Autsch, autsch. Oh, komm, das ist mir alles zu langsam. Hopp. Hopp. Und hopp. Hopp.
Helikopter. Haufen. Haufen. Bein mit dem Hammer. Oh, 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 oh. Kommst du her hier, du Digga, Klops. Halt! Halt, stopp! Fühl meinen Hammer! Bam! Und das war Tods ultimative Form. Diese Art der Verwandlung dürfte Kennern des ersten Darksiders bekannt sein. Jeder Reiter der Apokalypse hat seine ganz eigene Form. Also eine eigene ultimative oder Todesform oder wie das heißt. Ich hab's gerade wieder vergessen. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist es eine voll krasse Form. Und wenn sich der verwandelt, die kann man auch nur ein paar Sekunden lang halten. In der haut man halt mega viel Schaden raus. So, zack. Hier kann man mal die Wände hochkrabbeln. Das Tutorial halt nett verpackt, aber nicht so nervig ist. Macht das Tutorial. Aber richtig nett verpackt. Gibt ja da noch ganz andere Beispiele, die man hier nicht nennen möchte. Nee, danke, ich bin sicher. Ich muss hier hin. Ich muss doch meinen Bruder retten. Und die Menschheit so mal nebenbei. So, drücken Sie und halten Sie erst und dann sollten wir schon zu kommen, um sie nach A und zu springen. Okay, das haben wir geschafft. Huch, das war aber knapp. So, jetzt sind wir hier. Jetzt wieder hoch, ja. Ja, klettert der Tod wie so ein kleines Äffchen. Einfach mal hoch. No, 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 no. Ist er tot? Oh, jeden Gegner mitnehmen hier. Und zack. Bashi. Bashi, Freunde. Yay, das macht Laune. So, was denn jetzt? Weiß ich schon. Oder wie, oder was? Nee. Hä? Muss hin. Oder wie? Muss ja runter? Kann ich mich vorstellen. Was ist los? Naja. Tod stirbt übrigens nicht, auch nicht. Er verwandelt sich halt in seine ultimative Form, wenn er fällt. Und ja. Habt ihr eben gesehen, was dann passiert? Dann fliegt er halt wieder hoch. Geht aber normalerweise in der ultimativen Form nicht. Da kann er nicht fliegen. Ist ein bisschen schade, wäre ein nettes Gimmick. Aber muss man mit leben, würde ich sagen. Ich hoffe, wir kommen jetzt bei dem alten Knacker auch beim an. Hopp, 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 hopp. So, richtiges Timing ist alles. Vor allem bei den Kletterpassagen. Die mir zugegeben lassen, zwar Spaß machen, aber manchmal auch extrem auf den Sack gehen. Wupp. Weil man da doch manchmal echt an einigen Stellen verzweifelt. Aber ist ja nichts im Vergleich zu Assassin's Creed Brotherhood, würde ich sagen. Und wir nähern uns dem epischen Bild und werden sehen, was der Alte zu bieten hat. Wir müssen unseren Bruder befreien. Stimmen, immer Stimmen, Qualen ohne Ende. Hüter der Geheimnisse. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe dir schon einmal geholfen, Alter. Zieh mich jetzt an. Ich diesen Tag verfluche, wie ich dich verfluche. Vorsicht, Krähenvater. Ich bin nicht hier, um dich von deinem Leid zu befreien. Noch nicht. Ich weiß, warum du hier bist.
Dein Bruder, der mit Namen Krieg. Er ist vom feurigen Rat eingesperrt worden und erwartet sein Urteil. Für das Verdammen der Erde. Für die Auslöschung der Menschheit. Warum sollte ich mich um deinen Bruder scheren? Weil du die Wahrheit kennst. Deine Geheimnisse können ihn retten. Der Rat wird Krieg verurteilen. Ihn seiner Macht berauben und verrotten lassen. Um die Wahrheit zu verbergen. Meine Geheimnisse beweisen seine Unschuld nicht, Reiter. Nein, aber sie können helfen, das Verbrechen ungeschehen zu machen. Die Menschheit wieder zurückbringen? Wahnsinn. Wenn das Wahnsinn ist, wer sonst sollte mir den Weg zeigen? Sollte es einen Weg geben, findest du ihn hier. Der Baum des Lebens. Lass mich durch. Noch nicht. Das, was du mir gabst, wirst du zurücknehmen. Für seine Geheimnisse wolltest du den Talisman behalten. Nein, die Stimmen. Sie fluchen und bedrohen ohne Ende. Sie wollen zurückkehren. Du musst es zerstören. Ich kann nicht. Du hast ihr Fleisch ausgelöscht. Warum bewachst du ihre Seelen? Öffne das Portal. Solange ich lebe, kommst du nicht durch.